als Abschluss dieses Tages haben wir uns überlegt, es wäre doch mal ganz interessant, über ja, die Zukunft der Fotografie zu sprechen. Das heißt, unter dem Motto What's Next wollen wir einfach mit Nutzern, mit Herstellern und aus der Sicht des Handels drüber sprechen, wohin wird sich die Fotografie in den nächsten Jahren vielleicht weiterentwickeln. Und das Ganze einmal aus technischer Sicht. Und ich denke, wir haben heute Kameras gesehen wie die Zeiss ZX-1, die uns zeigt, wie es ist, wenn man eine Speicherlösung direkt in der Kamera verbaut hat. Vielleicht ist das die Zukunft, wir wissen es nicht. Und wohin wird sich die Reise entwickeln aus philosophischer Sicht? Welchen Stellenwert haben Fotografien heute noch? Welchen Stellenwert werden sie einnehmen? Wird Video das Ganze überflügeln oder werden uns auch Bilder weiterhin in unserem Leben begleiten? Ich freue mich auf die illustre Runde, die wir heute zusammengestellt haben. Wir haben Martin Krolop, Patrick Ludolf und Guido Krebs da und Martin Wagner und ich werden das Ganze noch so ein bisschen begleiten. Schön, dass ihr auch diesen Beitrag einschaltet. Herzlich willkommen allerseits. Schön, dass ihr da seid. Also um euch kurz vorzustellen, hier zu meiner Linken sitzt der Martin Krolop. Der dürfte euch bekannt sein, wenn ihr auf YouTube Fotografen anschaut. Genau das Gleiche gilt für den Patrick Ludolf, ganz rechts außen von mir aus gesehen. Und hier der Guido Krebs von Canon. Und ja, Martin, uns kennen die Leute mittlerweile, ne? Da müssen wir jetzt nicht mehr groß um den heißen Brei reden. Und die Frage, die sich wirklich, glaube ich, vielen stellt, nicht nur, weil man jetzt gerade vielleicht eine Kamera kaufen möchte, ist grundsätzlich, wohin kann die Reise gehen? Was ist so der nächste Kick? Was ist das nächste Thema? Wohin wird sich's entwickeln? Vielleicht fangen wir mal, gerade weil die ZX-1 das vorgemacht hat, Martin hat sie ja vorhin besprochen, hat sie damit angefangen, ist der interne Speicher vielleicht eine Lösung, die in Zukunft interessant sein könnte? Ja, weil hier haben wir ja eine SSD in der Kamera verbaut mit 512 Gigabyte. Das heißt, es ist erstmal ein ziemlich ausreichender Speicher in der Kamera drin, natürlich schnell und einfach. Deswegen ist auch die Diskussion, ob ein oder zwei Speicherkartenslots ist dann natürlich obsolet, weil die Kamera hat gar keinen Speicherkartenslot. Ja, wie seht ihr das? Würdest du dir, Martin, ich fange mal mit dir an. Du sitzt so schön nah dran. Also ist Martins Tag. Würdest du dir sowas wünschen? Kameras mit fest verbauten SSDs? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich da ein ausschlaggebendes Kriterium bin für die Kamera der Zukunft. Ob ich nicht ein aussterbendes Relikt bin. Ich habe mir natürlich über das Thema Gedanken gemacht und ich habe mich selber gefragt, was könnte man im Endeffekt in der Zukunft an Kameratechnik haben? Ich glaube, eine ganz essentielle Sache wird aktuell noch von vielen Herstellern gar nicht wirklich bedacht. Und zwar, dass vielleicht diese Kameraform, dass dieses Kamerasystem gar nicht zeitgemäß ist für das, was da nach uns kommt. Also jetzt nach mir. So, wenn ich jetzt mal alle Leute um mich herum nehme, die nicht gerade so den Fotografie-Virus in sich haben wie ich, dann ist es bei denen immer so, eine Kamera ist nervig. Die erkennen zwar, dass die Qualität von einer großen Kamera besser ist, aber die sind nicht bereit, dieses Drumherum mitzuschleppen. Und ich kenne auch sehr viele Fotografen, die eigentlich sich Fotografen nennen und dann sagen, ja, im Urlaub darf es dann gerne doch mal das Reiseobjektiv sein, was nur ein Objektiv ist, ohne Wechseln ist. Was ja auch so die Tendenz ist, dazu zu sagen, Hauptsache klein, kompakt, immer dabei. Und ich weiß nicht, ob da die Reise so wirklich konform hingeht. Ich finde ja, mit der 7C von Sony merkt man es ganz deutlich, die ist einen Millimeter dicker und das Einzige, wo die kompakter ist, ist dieser Sucher in der Mitte, der fehlt. Und ansonsten hat sie das Wort kompakt in keinster Weise verdient. Also, warum man die Kamera kompakt nennt, die kein bisschen kleiner ist als die 7.3, das verstehe ich nicht. Okay. Also. Da wäre die Herstellersicht mal ganz interessant. Wenn Martin jetzt sagt, Mensch, Kameras sollten immer kleiner werden, damit sie nicht so auffallen. Was sagst du dazu? Ja, also kurz nochmal zum Thema Speicherkarten. Also für mich ist das eher eine Reise zurück, weil es gab ganz am Anfang der digitalen Zeit, gab es die ersten Kameras, die hatten keine Speicherkarten drin, sondern fest verbaut. Insofern glaube ich, ist das nicht der Weg, den das Ganze gehen wird. Ich glaube auch, dass wir Schwierigkeiten haben werden, uns darauf zu einigen, was denn der Trend werden wird. Weil ich glaube, wir sind im Moment in einer Zeit der immer weitergehenden Individualisierung. Und wir haben auch in Sachen Erwartungshaltung bei Kameras auch ein großes Füllhorn an sehr unterschiedlichen und leider nicht deckungsgleichen
Erwartungen. Also die einen sagen, ich will nicht so viel Schlepperei, ich will es möglichst klein haben. Die Firma sagen, ich will aber irgendwas, was bei mir standardmäßig ins Rig passt. Und die anderen sagen, das soll schön schwer sein, dann halte ich es auch besser. Also es ist die Frage der Arbeitsweise, was man fotografiert, ist man mehr im Studio unterwegs, auch unterwegs oder draußen. Und da sind die Tendenzen sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Hersteller, weil wir natürlich auch nicht sagen können, es gibt die eine Zielgruppe und die beackern wir jetzt mit dem perfekten Produkt, weil die gibt es nicht. Und ich bin ja selber auch Anwender und insofern glaube ich, man fragt 300 Leute und man kriegt tatsächlich auch fast wahrscheinlich 300 verschiedene Feedbacks in Sachen, welche Funktionen sind wichtig, wie groß soll es sein und welche Objektive sind es. Natürlich gucken wir halt, dass wir diese Individualisierungswünsche oder diese Flexibilität möglichst haben im System an sich. Nicht unbedingt in einer Kamera, aber in einem System, dass man zwischen leicht und komplex und, sag ich mal, Reisezoom und Festbrennweiten eben dann doch wieder alles findet, was man braucht, ohne dass wir als Hersteller die Kunden bevormunden, was sie denn gefälligst zu kaufen haben. Ja, ja, wichtiger Punkt. Guck mal, ganz anderer Ansatz. Patty, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Würdest du dir so eine Speicherlösung manchmal wünschen? So einen fest verbauten SSD? Also, wo du mich konkret darauf ansprichst, muss ich sagen, dass das Thema Speicher mir eigentlich völlig egal ist. Ja, ganz ehrlich, Speicherkarten sind kein Kostentreiber mehr. Ich hatte das mal in irgendeinem Video, hatte ich das mal erwähnt, dass ich diese Diskussion immer, eine Kamera muss zwei Speicherkartenslots haben und so, das ist alles so ein bisschen, das hat nichts mit Fotografie zu tun. Ja, das sind alles irgendwelche Marketing-Gags, womit man versucht, sich jetzt irgendwie abzusetzen. Aber klar, es ist, also wenn eine Kamera einen fest eingebauten Speicher hätte, dann wäre das einfach so, aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass das funktioniert. Ja, mir persönlich ist es natürlich immer ganz lieb, wenn ich die Karten rausnehmen kann. Ist natürlich auch so, oft hast du mehrere Kameras, dann hast du mehrere Lesegeräte. Wenn ich da jetzt immer das Kabel anstöpseln müsste, das würde mich ein bisschen nerven. Aber es wäre jetzt auch nicht so, dass ich sage, nur weil sie SSD hat, kaufe ich sie nicht. Ja, also das ist weder positiv noch negativ für mich ein Verkaufsargument. Ja, ich dachte in der Hinsicht auch so ein bisschen an die jüngere Generation. Ich habe das irgendwo mal gelesen oder gehört, dass junge Menschen Schwierigkeiten mit diesem Konzept hatten, ein Speichermedium irgendwie erstmal rausnehmen zu müssen und mit den Bildern was zu tun, weil die dachten, ne, jetzt stehst du mit der Kamera da und jo, jetzt auf dem Smartphone kannst du ja auch mal eben hochladen. Und, sind aber die nicht wissen, dass man mit dem Handy telefonieren kann. Ne? Das ist, will ich nicht absprechen, ja. Genau. Computational Photography als Stichwort, das erleben wir aktuell in Smartphones immer mehr, dass über entsprechende Software-Tricks, schnelle Prozessoren, Sensoren, Bilder vorgegaukelt, zugerechnet werden, die so in der optischen Qualität nur aus dem Sensor erstmal nicht machbar sind. Und ich glaube, das ist eine Frage, die geht in erster Linie erstmal an dich, Guido. Da hatte man den Eindruck, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, nicht missverstehen, aber ich habe den Eindruck, wenn ich so ein Betriebssystem eines Smartphones vergleiche und auch die Fotofunktionen und das, was eine richtige Kamera in dem Bereich leistet, ist da eine gewisse Kluft zwischen. Dass die einen große Entwicklerteams haben, die sich nur um diesen Softwarebereich kümmern und bei manchen Kameras, das muss jetzt nicht zwingend Canon sein, also nimm's mal global, dass da auf dem Softwareweg auf jeden Fall noch mehr zu machen wäre. Weil ich stelle mir immer vor, wenn ich die Rechenleistung und das Know-how der Software aus dem Smartphone jetzt plötzlich in einer großen Kamera hätte, mit einem Vollformatsensor, was wäre da alles machbar? Und das wäre mal spannend. Wird es da irgendwie vielleicht weitergehen? Ja, ich sag mal, grundsätzlich ist schon erkannt, dass das Thema Programmierung, Software immer eine wichtigere Rolle spielt. Man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen, sag ich mal, Point-and-Shoot-Kameras, wie aus Smartphones genutzt werden, wo man sagt, ich will möglichst schnell ein nice-looking Ergebnis haben.
ich sag mal, bei so Kameras wie bei der EOS R5, glaube ich, ist eher der Ansatz, dass sich jemand da vielleicht auch kreativ verwirklichen möchte und nicht mit irgendwelchen, sag ich mal, dünn drüber Effekten hantieren möchte. Ich glaube, da würden wir auch, also den Shitstorm möchte ich auch nicht haben. Ist ja eh egal, wie man es macht. Man macht es immer falsch, je nachdem, wie man fragt. Aber natürlich geht es drum bei den Kameraentwicklungen, und das ist sicherlich auch ein Trend, den wir in der Zukunft sehen werden, dem Anwender Arbeit abzunehmen und eine Anwendungssicherheit zu geben. Ich glaube, wir haben ja bei uns in den Kameras, in den aktuellen neuen, ja auch so Deep Learning Technologien verbaut, die zwar jetzt nicht mitlernen, aber im Programmierprozess der Kamera selbstlernende Algorithmen oder selbstlernende Programmierung machen, die dafür sorgen, dass man sich als Anwender im Prinzip damit nicht mehr auseinandersetzen muss und sich viel mehr aufs Motiv konzentrieren kann, statt auf irgendwelche Einstellungen. Wie funktioniert dieses Deep Learning, wenn die Kamera doch nicht lernt? Also ist das nicht so ein bisschen ein False Advertising? Also jetzt mal ganz... Nö, ist ganz einfach zu erklären. Künstliche Intelligenz, es gibt sehr unterschiedliche Levels der künstlichen Intelligenz. Okay, dann ist es die Frage, ab wann fängt künstliche Intelligenz wirklich an? Weil ich bin jetzt kein Programmierethiker oder sowas. Aber die Kamera lernt jetzt nicht von mir, oder? Das ist auch ganz gut so. Ich kann ja auch gleich erklären, warum. Ja, sehr schön. Der hat gesessen. Ja, genau. Nein, aber es wird künstliche Intelligenz genutzt im Rahmen der Entwicklungsarbeit dieser Kamera, in dem halt im Prinzip Motive und Aufnahmesituationen selbstständig von einer künstlichen Intelligenz trainiert wird und analysiert wird, und dadurch ergeben sich dann Algorithmen, die in die Kamera eingepflanzt werden über die Firmware, sodass die Kamera in der Lage ist, Aufnahmesituationen ganz präzise einzuschätzen. Und das ist nicht irgendwie ein interner Abgleich der Kamera mit irgendeiner Bilddatenbank und so nach dem Motto, guck mal, ach, das sieht jetzt ähnlich aus, es ist so, sondern es ist eine wesentlich schlauere Geschichte. Künstliche Intelligenz würde bedeuten, dass die Kamera ja mit dir mitlernt. Da ist sicherlich, das ist sicherlich der nächste große Schritt. Aber ich sag mal so, für Foodhändler zum Beispiel, die einen Gebrauchtmarkt haben, ja, und eine Kamera dann auch gebraucht verkaufen wollen, und die war dann in Händen von jemandem, der es dann nicht so gut konnte, dann verkauft man eventuell eine weniger schlaue oder eine etwas schlauere Kamera, ist vielleicht auch nicht so toll. Da muss man auch gucken, wo sind die Grenzen des Sinnvollen. So hat man im Moment jetzt schon mal einen riesen Schritt in Sachen Bedienungssicherheit und Anwendungssicherheit gemacht, die mit der jetzigen, sag ich mal, Generation der Prozessoren, wie sie in den Kameras verbaut sind, auch funktioniert, auch schnell funktioniert. Und da das ja alles auf lange Sicht schneller, besser, weiter wird, kann man auch davon ausgehen, dass es irgendwann bestimmte Niveaus von Selbstlernen gibt. Aber zurzeit noch nicht, aber das ist definitiv keine Mogelpackung. Man muss halt nur unterscheiden, und wir sagen ja nicht, die Kamera hat künstliche Intelligenz, sondern die Kamera hat Deep Learning eingebaut, und Deep Learning ist eben was anderes. Mhm. Deswegen, Für mich suggeriert halt ein Lernen, dass man schlauer wird und nicht, dass es für immer gleich bleibt. Also das ist jetzt so, wo ich denke, wenn man so von Deep Learning spricht, also jemand, der sagt, er lernt, und der bleibt immer auf dem gleichen Stand, der lernt halt nichts. Ja gut, aber das ist ein IT-Begriff. Ja, also das ist, da machen wir jetzt Fach. Und nichts, was du über Updates nicht lösen könntest. Ne? Ja, ich habe mich ja sowieso mal gefragt, warum, also das war jetzt bei der Z6, Z7 Upgrade, wo dieser zweite Prozessor kam. Bei Panasonic heißt der Prozessor Venus, wusste ich gar nicht. Diese Engine, Exceed und wie auch immer. Warum wird eigentlich bei Kameras nie auch mal ein objektiver Wert gesagt, wie schnell das Ding ist? Also was für eine Rechenleistung drinsteckt? Weil wenn ich jetzt einen Laptop kaufe und der hat plötzlich die doppelte Prozessorenanzahl drin, 8 und 16, dann würde ich sagen, wow, cool. So im Fotobereich ist es so, man weiß ja nicht, was bei Exceed drinsteckt oder bei Venus oder bei Digit. Also das ist alles so unfassbar ungreifbar. Wobei ich sagen würde, ich würde auch gerne als Käufer wissen, so wie Megahertz damals. So 3 CPUs, 4 CPUs, 5 CPUs, 1000 Megahertz, 2000 Megahertz. Also so, das wäre doch irgendwie... Und dann auch selber am BIOS rumschrauben können, dass du da noch den optimieren kannst. Da sind wir hier wieder bei besser nicht. Ne? Mit den Optimierungstipps, jetzt die Canon 12% schneller, also, mit diesen Hacks. Also ich sag mal so... Das ist natürlich ein bisschen tückisch. Natürlich kannst du auch hingehen und sagen, ich kaufe mir einen Rechner mit i5, i7, i9 Prozessor, und der mit 8 Core ist viermal so schnell wie mit 4 Core. Stimmt aber nicht. Hm. Ja?
Also das heißt, diese Aussage, wie schnell ist der Prozessor, führt auch nicht weiter. Ja. Ja. Welches Programm nutzt das mehr halt immer, jetzt? Abgesehen davon sind die halt sehr dediziert programmiert. Ja, wir haben bei dem DGX Prozessor mal eine Zahl rausgelassen bei der 1DX Mark III im Vergleich zu der 1DX Mark II, die dann quasi 4 Jahre zurücklag, dass die Prozessorleistung 380 mal so schnell ist wie der Doppelprozessor der Vorgängerversion. Dann kriegt man mal so eine grobe Ahnung. Ja, aber im Grunde ist man, wenn mit der Zahl 380 genauso schlau wie vorher. Mir ist mir schon klar, also zum Beispiel Grafikkarten, GPU, Nvidia, CUDA, die sind ja auch nicht spieletauglich. Also die rendern ja sozusagen, die sind so optimiert für 3D-Rendering, dass die total ablosen, wenn man jetzt gamen würde damit. Das ist mir schon klar, dass da Prozessoren drinstecken, die sehr optimiert und auf die eigenen Sensoren und auf die eigenen Algorithmen innen drin. Und was die Kamera können. Ja, genau. Aber trotzdem fände ich es irgendwie mal so als User so ein wär schon irgendwie mal cool. Ja, also da muss ich eigentlich schon in deine Kerbe hauen. Und Paddy rollen sich sehr wahrscheinlich gar die Fußnägel hoch. Er hatte gerade so die Steilvorlage schon gebracht. Ne? So, was ist das fotografisch Wichtige? Und ob da jetzt 1 oder 2 Speicherkartenslots drin sind, mein Gott, ist halt so. Ne? Ich will ein gutes Werkzeug haben für meine kreative Fotografie. Ja, und ob das jetzt 25 Megahertz, das waren so Zeiten, wo ich angefangen habe, ne? So 25 Megahertz oder 33 Megahertz, das war vielleicht auch ein großer Unterschied, aber ob jetzt der eine Kameraprozessor mit dem und dem Takt arbeitet, ist, glaube ich, gar nicht so aussagefähig, weil da sind wahnsinnig viele Dinge, die ja dann nochmal mit dranhängen. Wie nutzt das Programm das auch aus und so weiter? Naja, im Prinzip ist es ja so, um die Analogie nochmal zu machen, früher mit den Computer-Megahertz-Zahlen war das ja auch nur eine Hilfe für eine Kaufentscheidung, weil man das große Ganze selber gar nicht verstanden hat. Ja, genau. Ja. Insofern habe ich da irgendwie ein Zahlenwerk gehabt, wo ich mich ein bisschen orientieren kann, aber im großen Ganzen kommt es auch um was anderes. Wie schnell ist welcher Bus, wie gut ist es dann optimiert vom Hersteller? Bedienung, Farbwiedergabe, insgesamt Haptik, Handling, das sind auch subjektive Kriterien. Es gibt ja auch nicht das eine Handling, was dann ISO-Norm schlag mich tot hat und alle bauen dann das so, sondern das ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte. Ja. Auch quasi, wo man so herkommt. Ja, komme ich aus der Canon-EOS-Welt, bin ich mit den spiegellosen EOS-R-Systemen sofort zu Hause. Komme ich aus der Nikon-Welt, drehe ich erstmal falsch rum. Ja, ja, die Rädchen. Genau. Kann man denn auch alle einstellen, dass man wieder in Nikon-Richtung dreht. Aber so grundsätzlich spielen solche Sachen natürlich auch eine entscheidende Rolle, ob ich schnell zu meinem gewünschten Ergebnis komme in der Praxis oder eben nicht. Ja, und es muss ja auch, ich sag mal, das ist im Prinzip mein verlängertes Auge. Es muss mir auch gefallen. Ja, und dann kommen wir dann ganz schnell in Kategorien rein, die sich durch technische Daten oder was auch immer nicht beschreiben lassen. Ja. Wir haben ja auch bei vielen Dingen tatsächlich das Problem, dass wir sagen, okay, wir haben unser technisches Datenblatt, damit kann man schöne Tabellen füllen und auch miteinander vergleichen, auch mit anderen Herstellern. Aber im Grunde gibt es auch genug Kriterien, die man da nicht reinschreiben kann, weil sie nicht greifbar sind. Aber wichtig. Ja. Ja. Und wie Stefan vorhin auch sagte, unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Ich fand das so faszinierend. Habe ich jetzt eine Zeit lang die ZX-1, über die wir gerade ja schon gesprochen haben. Und ich war da voll begeistert davon, weil klassisches Bedienkonzept auf der einen Seite, das heißt, wir haben die Blende, die Zeit, die Filmempfindlichkeit, alles sauber einstellbar. Und dann halt für die jungen Leute, ne, oder für die Leute, die halt so digital eher unterwegs sind, halt voll Touch und ich kann ganz doll viel machen. Der Gag ist, ich habe das einem Kumpel, der sehr designorientiert ist, in die Hand gedrückt, fand das auch so ganz hübsch und so weiter, über Farbe lässt sich streiten, aber das allererste, was er gemacht hat, war hinten versucht zu zoomen. Und das ging schon nicht. Ja? Das heißt, Dinge, wo ich sag mal, der Kamera-User, ne, der Heavy-User, wie wir es alle sind, gar nicht großartig drüber nachdenken, sondern für uns ist das Zoom hier vorne halt oder zu Not noch irgendwo bei einer Bridge-Kamera motorisch. Das ist dann für die Zielgruppe, die man hier vielleicht mit dem Kopf hatte, plötzlich ganz anders. Das heißt, die Kamera für alle gibt es Gott sei Dank nicht, so wie es auch nicht das Auto für alle gibt. Und ich glaube, da müssen wir uns auch so ein bisschen davor lösen und da möchte ich nicht in den Schuhen der Hersteller stecken, die dann immer so ein bisschen so den goldenen Mittelweg suchen müssen in den verschiedenen Klassen, bis hin zu lustigen Telekameras, die ihr ja jetzt auch habt. Ne? Ja. Ja, aber wir haben natürlich, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig,
klar, wir haben die Smartphone-User, die wir irgendwo abholen wollen und auch sagen, wir wollen nicht weiterentwickeln in der Fotografie, aber der Punkt ist ja auch, die entwickeln sich ja auch weiter. Also wir kennen ja auch viele Leute, die über Smartphones zur Filmerei gekommen sind oder eben zur Fotografie und dann auch durchaus die Vorteile von klassischen Produktkonzepten dann auch verstehen, weil es für sie eine Erleichterung ist. Mhm. Ja? Und dieses Denken, ich muss das alles so hinbauen, dass es am Ende so aussieht, wie ein Smartphone sich bedienen lässt, ist, glaube ich, auch ein Schritt zu kurz gesprungen. Mhm. Ja? Weil es gibt einfach auch bestimmte handwerkliche oder Nutzungsarten, die sich eben mit dem Smartphone nicht gut realisieren lassen. Und deswegen sind bestimmte Kamerakonzepte eben auch so, wie sie sind. Auch gerade im Filmbereich ist es sehr drastisch, immer zu erkennen, welche Anforderungen auch da ans Tastenlayout und so weiter gesetzt werden. Dass es eben dann auf der anderen Seite ist ja aufeinander zukommen. Ja? So, ja. Man, wie gesagt, User, die sich weiterentwickeln, merken ja auch, dass bestimmte Konzeptideen auch funktionieren und einen klaren Vorteil bieten. Und ich glaube, deswegen sollten wir da auch nicht in Panik geraten, sondern auch vielleicht auch an das ein oder andere Produktkonzept glauben, was schon seit Jahren da ist. Funktioniert halt. Der Stefan hat schon die ersten Fragen. Ja, ich habe die erste Frage aus dem Chat, die finde ich auch ganz spannend, nämlich wann kann man die Kameramenüs am PC selbst zusammenstellen und dann in die Kamera als Custom Set laden? Und das finde ich in der Tat selber auch ganz interessant, weil wir kennen das vom Telefon. Wir hatten früher Handys, da musstest du jedes Mal, wenn du ein neues Handy hattest, musstest du deinen gesamten Rufnummernkatalog da wieder reindengeln, bis du es irgendwann mal auf eine SIM-Karte speichern konntest und dann irgendwann wurde synchronisiert über eine Cloud. Und ich kenne das Phänomen, also ich fände es persönlich super, ich fände es gruselig aus beruflicher Sicht, weil wenn ich mir vorstelle, ich mache einen Workshop und sage jetzt ganz nonchalant Seite 7 unter Punkt 3, da findest du das, dann hat der Kollege seine Kamera zu Hause umprogrammiert, finde ich nichts wieder. Aber ich glaube, für manche Nutzer wäre das tatsächlich eine spannende Geschichte. Wie seht ihr das? Hättet ihr an sowas Freude? Ein Kameramodell im Menü einmal zusammenstellen und dann beim nächsten Modell einfach raufladen und fertig? Also eine Version davon wird ja zum Teil auch schon genutzt, nämlich dass ich Custom Sets, die ich an der Kamera gemacht habe, halt teilen kann. Das kann der eine oder andere Hersteller. Das ist eine ganz witzige Geschichte, wo man zum Teil dann auch von bekannteren Fotografen, die sagen, Mensch, das ist jetzt hier so mein Setup für auch meinen Bildlook und so weiter. Gerade im Filmbereich kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und das lade ich dann entsprechend auf meine Kamera. Also hol mir das aus dem Internet und lade das auf die Kamera. Das gibt es bei einigen Herstellern, finde ich schon mal so eine Zwischenlösung. Aber insgesamt, glaube ich, kann das eine ganz witzige Geschichte sein. Vor allem, wenn der Hersteller dann ein lustiges Software denn da zusammenbastelt, wo ich das halt auch am Rechner gemütlich machen kann. Das kann auch gleichzeitig natürlich dann das User-Erlebnis vielleicht ein bisschen auch verbessern. Würdet ihr euch so was wünschen? Ich glaube, Paddy muss antworten, dann wird's lustig. Dann wird's lustig. Dann nehmen wir Lust. Was heißt Lust? Also ich finde, wir reden die ganze Zeit hier über Dinge, wo es wieder um höher, schneller weitergeht. Wollen wir das nicht alle? Und ich kann das natürlich verstehen. Müssen alle von irgendwas leben, auch die Hersteller. Ich persönlich würde mir aber wünschen, bevor man so ein Menü überhaupt customizen kann, würde ich mir einfach mal vorstellen, dass die Hersteller mal anständige Menüdesigner einstellen. Also da gibt es ja einige Kandidaten, ohne jetzt hier Marken zu nennen, wo du dir die Finger brichst, wo du wirklich das Gefühl hast, Usability geht gegen null. Und generell würde ich mir einfach auch vorstellen, dass die Hersteller ein bisschen mehr ihre Hausaufgaben machen. Es muss nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Evolution einer Kamera her. Wenn ich mir dann aber angucke, so eine Kamera, nehmen wir mal, es tut mir jetzt leid, aber die SL2, Leica, sauteure Kamera. Ich habe selten eine Kamera in der Hand gehabt, die sich so schön bedienen lässt. Also es funktioniert nirgendwo der Joystick so toll wie bei dieser Kamera. Das ist richtig klasse. Da mache ich 3 Fotos, muss 5 Sekunden warten, bis das erste Bild angezeigt wird. Wo ich dann wieder denke, Leute, was ist da los? Ja, sind wir wieder bei Prozessoren, die wer weiß was leisten, und an der Stelle habe ich einfach das Gefühl, nicht zu Ende gedacht. Nehmen wir die Sony ZV-1, diese Vlogging-Kamera. Ich liebe sie über alles. Ja, warum kann das Ding bei 30 Bilder die Sekunde keine Gesichtserkennung, sondern nur bei 25 Bilder die Sekunde? Prozessor. Ja, ne? Und das sind einfach so Punkte. Ich würde mich halt einfach auch freuen,
wenn solche Dinge ausentwickelt werden und wenn ich mir so eine Kamera dann kaufe und ich auch das Gefühl habe, ich habe hier jetzt ein Werkzeug, mit dem ich auch wirklich 2-3 Jahre glücklich bin und nicht das Feature, das nächstes Jahr, da kommt ja die Version 2 raus. Ne? Und das ist einfach, also es ärgert mich einfach, weil ich glaube einfach, dass wir von den technologischen Features haben wir da alles. Also ich wüsste jetzt nichts, wo ich sage, außer Gesichtserkennung bei 30 Bildern. Ja, es gibt natürlich so Kleinigkeiten, was ich auch nicht verstehe. Warum hat es noch kein Hersteller geschafft, eine Blendenautomatik zu machen, die mir automatisch die ideale Blende heraussucht, wenn ich 2 Personen fotografiere? 2 Personen, die sind 20 Zentimeter versetzt. So, das kennt jeder. Was nehme ich da jetzt? Ich möchte eine richtig schöne Unschärfe im Hintergrund. Da nehme ich da jetzt die 2,8? Muss ich doch die 4 nehmen? Ja, das kann man alles berechnen. Aber guck mal, da steckt jetzt die Deep Learning wieder drin. Es gibt eine Gesichtserkennung, ja, ich erkenne, da ist ein Gesicht, da ist ein Gesicht. Problem ist leider ein bisschen komplexer. Ja, aber die Deep Learning-Geschichte, nur da müsste man dann, aber das brauchst du ein Tiefenmapping wahrscheinlich. Ja, nee, ja und nein. Also, Ken hatte das mal. Ja, genau. Ja, wir hatten mal diese sogenannte DEP-Automatik, da konnte man Vordergrund anmessen, Hintergrund anmessen und dann hat das Ding die richtige Blende berechnet. So. Die Berechnung der richtigen Blende ist aber leider abhängig davon, von der Größe und dem Betrachtungsabstand der Bilder. Weil die Schärfentiefe auch davon letztendlich mit abhängt, da steckt der sogenannte Abbildungsmaßstab halt mit drin. Das heißt, das, was ich als Postkarte hier in der Größe, im normalen Betrachtungsabstand noch als schärfentiefentechnisch korrekt sehe, kann bei einem großen Bild ganz anders aussehen. Deswegen ist es auch tückisch. Und man hat sich nicht ohne Grund auch von Schärfentiefenskalen verabschiedet, weil auch das, was vorgaukelt, was in der Realität, in der Praxis, nicht mehr so wirklich funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weswegen man diese Berechnungsmöglichkeit noch nicht umgesetzt hat, weil das auch genau zum Gegenteil führen kann, dass halt Kunden sagen, ich habe mich jetzt drauf verlassen, aber ich druck die Bilder in so und so groß aus und es ist ja gar nicht mehr scharf. Ja, so Schärfentiefe ist halt so ein sehr fließendes Ding. Ja, man hat immer noch eine konkrete Schärfenebene, die wirklich knackig scharf ist und alles andere, was davor und dahinter kommt, ist halt ein kleines bisschen weniger scharf und bis zum bestimmten Punkt empfinden wir das als Schärfentiefe, aber das hängt wie gesagt dann auch von der Betrachtungsgröße ab und da kommen wir dann leider in ziemliches Glatteis und deswegen haben wir auch, obwohl wir ja diese Funktion schon drin hatten, uns davon irgendwann verabschiedet, weil genau das zu diesen Problemen geführt hat. Ja. Also das ist der konstruktive Problemfall dahinter. Ja. Wir haben gerade noch eine Frage über den Chat reinbekommen und die möchte ich gerne einbinden in eine andere Frage. Die Frage aus dem Chat ist, wie weit können Smartphones richtige Kameras noch verdrängen? Und ich stelle mir manchmal die Frage, liegt das vielleicht auch am Workflow? Wäre es interessant, irgendwann tatsächlich eine Kamera zu haben, die auch so eine Social-Media-Anbindung einfach macht? Momentan haben wir ja Lösungen per Wi-Fi und dann muss ich eine App vom Hersteller haben. Dann muss ich hoffen, dass der Kamerahersteller eine Kamera-App auch gut programmieren kann. Dann dauert es mitunter relativ lange, bis eine Konnektivität da ist. Jetzt kommen die ersten Modelle, die wenigstens ein 5 GHz-Netzwerk aufbauen können, weil mit 2,4 und dann bist du im Wohnblock, hast du sowieso verloren. Und das sind so Themen. Wäre das für euch relevant, dass man Bilder auch direkt teilen kann? Und inwiefern denkt ihr, dass Smartphones richtige Kameras, wie auch immer das der User hier meint, noch weiter verdrängen können? Einfach mal offene Frage in die Runde. Gegenfrage. Ja, also da muss man natürlich immer die Frage stellen, wofür man fotografiert. Und was ist eigentlich das vordergründige Ziel? Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass in Zukunft Fotografie in erster Linie davon geprägt ist, dass wir die ganzen Bilder für Social Media, für Instagram und so weiter machen, dann wäre das natürlich etwas, was wünschenswert ist. Ich kann es jetzt nur für mich persönlich sagen. Und ich muss sagen, ich bin... Willst?
ich poste auch gerne auf Social Media, ich poste auch gerne sofort, wenn ich unterwegs bin, aber ich poste nicht in den Mengen, dass ich da mehr Features brauche. Das heißt, die Funktion zu sagen, ich baue ein Wi-Fi-Netz auf, ziehe mir da mein Bild runter, habe dann mein mobiles Bearbeitungsprogramm, also irgendwie Lightroom Mobile oder ähnliches, das reicht mir vollkommen aus. Natürlich wäre es schöner, wenn man das optimiert. Also so Dinge wie Wi-Fi aufbauen und so, das dauert mitunter schon ätzend lange. Also das muss man schon sagen, da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie technisch geiler geht. Also wenn ich mir zum Beispiel mal angucke, du kaufst dir irgendwie so Apple AirPods, machst einmal auf, legst du da drauf auf dieses iPhone und dann, hey, wollen wir uns koppeln und so und alles so bam, bam, bam. Also ja. das wäre ja schon schön. Ne? Und da sind wir aber wieder... Ja, ist ja markenintern. Ne? Ja, natürlich. Also so ein Canon-Objektiv auf eine Canon-Kamera zu legen und sagen, hey, willst du mich nutzen? Das kriegt wahrscheinlich Canon auch hin. Aber mit jedem x-beliebigen Android-Phone wird es vielleicht... Ja, aber vielleicht werden wir ja auch irgendwann so Metalle haben, so, du kennst ja noch diesen Typen aus dem Terminator, weißt du, dass ich einfach das Bajonett... Der T-1000. Ich nehme einfach das Canon-Objektiv und lege das vor die Nikon und dann erkennen die Bajonetts nicht, wir müssen miteinander verschmilzen. Und aber wenn man sich die Richtung anschaut, wie es vor ein paar Jahren war, wie kompliziert es war, ein Handy zu koppeln an die Kamera und wie einfach das jetzt inzwischen geht, zeigt, dass eigentlich alles schon auf dem richtigen Weg ist. Also durch Bluetooth. Es muss halt optimiert werden. Wird auch weiter immer optimiert. Es gibt neue Apps, die schlauer sind. Die Smartphone-Generation hängt da auch von ab, welches Bluetooth-Level wird da genutzt und so weiter, was ja auch letztendlich Grenzen oder Möglichkeiten dann eben zeigt. Also das ist schon alles so auf dem Schirm. Und wie gesagt, die Gegenfrage wäre ja auch beim Handy zum Beispiel, das benutze ich 2-3 Jahre, die meisten Leute wahrscheinlich nicht länger, weil der Vertrag rausläuft, dann kriege ich ein neues. Ja? Und wie viele Leute geben ihr oder lassen ihr Handy links liegen, weil es die passenden Apps und das Betriebssystem dafür nicht mehr gibt? Mhm. Das möchte auch keiner bei einer teuren Kamera erleben. Und das stimmt. Ja. Ja. Also ist auch eine Abwägung. Für was? Und das ist die Frage denn von Paddy oder die Antwort von Paddy gewesen. Man muss sich fragen, wofür benutze ich das eigentlich? Nutze ich das für mein tägliches optisches Notizbuch wie ein Handy? Oder benutze ich das für vielleicht kreativere Aufgaben, die einen ganz anderen Ansatz haben und wo ich auch kontinuierlicher damit arbeiten möchte auf längere Zeit? Und dann ergeben sich auch andere vielleicht Dinge. Muss man auch gar nicht versuchen, diese beiden Gerätewelten immer mehr miteinander zu verschmelzen. Also gar nicht diesen Versuch zu sagen, ich mache aus einer Kamera ein Smartphone oder aus dem Smartphone eine Kamera, sondern vielleicht muss man auch dahin gehen, dass man das krasser trennt. Also dass man wirklich sagt, dass... Ne? Das sind zwei Paar Schuhe. Das tun wir ja auch schon und das ist auch wichtig so. Also das ist eigentlich genau der Punkt. Also wir fragen ja, wir kriegen auch immer die Frage, warum macht ihr keine Handys? Ja gut, die gibt es schon. Und die haben anderen Sinn und Zweck. Ja? Und wir wissen auch, dass zum Beispiel, es wird immer wieder die Diskussion geführt, werden Fotokameras immer mehr die Videowelt übernehmen? Wird es nur noch Hybridgeräte geben, die beides können? Wir sind aus Sicht kennen, der Meinung, nein, wird nicht passieren. Ein Fotoapparat wird von der Bedienung her ein Fotoapparat bleiben, auch wenn er eine Videofunktion kann. Aber Filme haben andere Ansprüche an das Ding, wie Kameras genutzt werden, wie sie aufgebaut werden, wie sie gerickt werden, wie sie bedient werden. Diese Welten, also das haben wir eigentlich gelernt. Ihr habt aber auch angezettelt. Aber verschmelzen nicht. Aber man muss da ja auch realistisch drauf blicken. Wir haben mit der 5D Mark II damals die erste Spiegelreflex gebracht, die filmen konnte. Man hat die Kamera benutzt, weil sie natürlich toll filmen konnte, aber vor allen Dingen, weil sie aus Filmerperspektive brutal billig war. Ja, für Fotoleute war sie teuer, kostspielige Kamera. Für Leute, die professionell filmen, war es ein Wegwerfprodukt. Die wurden teilweise für Stunts benutzt, weil ist ja wurscht, wenn die dann danach im Eimer ist, kostet ja nichts. Ja, also die haben eine völlig andere Wertperspektive, als es die Fotografen haben. Und wir haben ja nicht ohne Grund unsere Cinema EOS Serie auf den Markt gebracht, weil wir eben genau wissen, wir haben ja schon immer Filmer und TV-Objektive gebaut, auch schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass die Welten da anders ticken und das Anspruchsdenken anderes ist. Insofern haben wir
bieten wir beides an. Natürlich haben wir auch Verschmelzungsprozesse, wie jetzt mit einer Cinema EOS, die das neue RF-Bajonett hat und so weiter und so weiter. Und nicht nur sag ich mal, ein dummes PL-Mount, ja, was keine Übertragungsgeschichten hat. Das sind so Entwicklungen, die passieren, aber wir würden nicht auf die Idee kommen, zu sagen, wir trimmen jetzt alles auf möglichst in Richtung Smartphone, weil so und so viele Milliarden Nutzer können ja nicht irren. So funktioniert das tatsächlich, glaube ich, nicht. Ja. Also da muss man auch das Selbstbewusstsein haben und zu sagen, wir kennen unsere Zielgruppe, wir wissen, wie die arbeiten, die haben Zeitdruck, die haben Produktionsdruck oder die haben kreative Ideen im Bereich der Fotografie und dann kommen da am Ende auch andere Geräte raus, die sich auch maßgeblich vom Smartphone oder so unterscheiden. Natürlich gibt es da immer wieder irgendwelche Leute, ja, ist auf dem iPhone gedreht, ja super. Das ist auch dann speziell dafür konzipiert worden, damit das damit funktioniert. Ja, aber so will man ja nicht arbeiten. Ja. Das stimmt. Es kommt ja auch immer wieder die Kritik auf, zumindest in Foren, Social-Media-Kanälen und so weiter, wenn Kameras zu sehr vereinfacht würden. Wir haben das damals erlebt, als die Lytro, die Lichtfeldkamera, 2012 auf den deutschen Markt losgelassen wurde, dass man nichts mehr können müsste für ein Foto. Man kann das auch weiterspinnen und sagen, okay, das Handwerk hat keinen Wert mehr, weil jeder, ich sag's mal auf Deutsch, wir sind zur späten Stunde unterwegs, jeder Dödel plötzlich in der Lage ist, ein schönes Foto abzusondern. Ja gut, das ist aber ja schon immer so gewesen, die Diskussion. Seht ihr das auch so? Martin sollte mal antworten, weil du wirst schmerzlich vermisst im Chat. Ich weiß ja nicht, vielleicht springen wir auch zu sehr im Thema, vielleicht sollten wir länger an einem Thema bleiben. Ich finde, dass diese Frage mit dem Smartphone ist schon ausschlaggebend. Jetzt hört man ja auch hier von Seiten Kennens raus, dass halt die Profis der Maßstab sind, die Produktionen und dergleichen. Und die Frage ist halt... Nein, nicht der Maßstab, ein Maßstab. Ein Maßstab, wo man sich drauf konzentriert. Die Frage ist halt, ob nicht der Maßstab wirklich die Masse sein sollte, die Fotografie ja auch in gewisser Weise lebt. Also ich finde es halt auch immer so ein bisschen, das geht jetzt nicht in die Richtung, sondern generell per se finde ich es immer fraglich, so die Handyfotografie immer so als Spielzeug abzutun. Okay. Weil wenn, also ich bin schon der Meinung, dass Smartphones auch komplett alles verdrängen können. Kann theoretisch passieren, weil einfach auch der Bedarf an dieser Qualität nur noch in einem ganz, 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 ganz kleinen Produktionssegment vielleicht überhaupt, also Bedarf, also das sind Hobbyisten, die sich sozusagen die Sachen in 400% angucken und die das Beste haben wollen, was der Profi hat. Und dann sind es die Produktionsfirmen, die teilweise aber sogar vielleicht mehr aufs Geld achten müssen, als man denkt. Und diese große Masse an Menschen, die dann wirklich nur auf Instagram posten und das Bild gar nicht mehr ausdrucken und dann, also ich kenne super viele Leute, die werfen Bilder weg. Das, wenn es einmal gepostet ist, ist es völlig egal, ob das irgendwo gespeichert wird. Die machen sich keine Mühe über Backup oder sonst was, weil das Bild eh nur 10 Tage lebt und danach egal ist. Und die finden es nicht mal schlecht. Und zu denen zu unterstellen, zu sagen, ihr seid keine fotografierenden Menschen, fände ich jetzt auch ganz fies, weil die auch teilweise sich richtig Mühe geben mit Props und Designs und sonst was. Also ich muss sagen, da sind sehr viele Leute dabei, die unfassbar kreativ sich überlegen, welches Foto poste ich heute und das 365 Tage 4-mal am Tag machen müssen, was schon fast für mich ein Profijob ist. Also das ist richtig anstrengend und die einfach gar kein Interesse mehr an diesen Monstern haben. Also das ist echt eine Gefahr, also finde ich jetzt jedenfalls. Und sich natürlich auf eine immer kleiner werdende Zielgruppe zu beschränken und zu sagen, okay, wir kennen unser Know-how, wir konzentrieren uns darauf, kann natürlich auch langfristig sehr gefährlich werden. Weil man sieht ja, was für in so einem iPhone an Budget drinsteckt, an Entwicklung. Also ich will gar nicht wissen, was die für die Fotofunktion rausgeben, um die noch zu verbessern mit dem iPhone 13, 14, 15. Ich glaube, da können alle Kamerahersteller dieser Welt nicht mithalten, was da an so einem Huawei oder so einem iPhone an Entwicklungsgeld drinsteckt. Und ich weiß nicht, wie lange man diesen Kampf gegen diese Summen halten kann. Das ist die Frage sozusagen. Also ich glaube, und da geht gleich noch eine Frage an den Paddy, du hast eben schon mal ganz kurz den Ansatz gemacht mit dem Thema, das, was die jeweiligen Geräte am besten können, vielleicht ausarbeiten und dass die dann besser zusammenarbeiten können. So ein kleines Beispiel, weil das Thema Speicherlösung wurde eben auch noch mal im Chat kurz gefragt. Das ist jetzt nur als Beispiel, wir denken uns mal, das wäre eine Kamera, das ist jetzt die Gnarbox. Ne? Und der Hersteller hat es da natürlich leichter, das ist also eine Speicherlösung für unterwegs, wo es dann vom Hersteller 3 verschiedene Apps gibt.
auch das Interessante, gleich schon drei verschiedene für verschiedene Zielgruppen. Der eine will vielleicht nur auswählen, also da geht es darum, das Ding hat auch kein Display, außer hier dem winzigen kleinen Displaychen hier. Bilder angucken, das mache ich über mein Smart Device, über mein Tablet und über mein Telefon. Und damit kann ich halt vernünftig auswählen, machen, gucken, ne, kann damit bearbeiten. Wir haben dann Lightroom-Integration und so weiter. Ist das der Weg, der dir so ein bisschen vorschwebt? Das heißt, so die Kamera sein lassen und das Smart Device lassen, sein lassen und dann aber vernünftig verheiraten? Das könnte ein Weg sein, nur Fakt ist ja, das Smartphone ist nicht mehr wegzukriegen. Ne, das ist einfach ein gesetztes Teil und es ist das, was man immer dabei hat. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist halt das Gerät, was jeder mitschleppt. Bei der Kamera, egal ob das jetzt Spiegelreflex, spiegellos, was auch immer ist, es gibt immer die Diskussion, nehme ich sie mit. Und deshalb haben wir natürlich auch immer die Größendiskussion. Ja, deshalb will immer jeder eine kleinere Kamera haben. Wenn man jetzt versucht, natürlich die Smart-Funktion auf die DSLR zu bringen, habe ich das Größenproblem nicht wegdiskutiert, also nicht wegentwickelt. Na, und von daher ist natürlich eine bessere Integration auf jeden Fall wünschenswert. Wobei ich nicht finde, dass sie jetzt schlecht ist. Ich habe nur das Gefühl, dass da halt noch viel geht. Noch Luft. Na, also da ist gerade was halt so Kopplung, Geschwindigkeit und also so die Funktionen selbst sind da. Also die Apps von den Kameraherstellern, die können ja mittlerweile auch schon alles. Also das ist ja auch schon super praktisch. Also ich weiß nicht, wer das letzte Mal von euch irgendwie Fernauslöser oder so benutzt hat. Nämlich das Smartphone, ne? Oder ein Zeit. Dann Live-View dann schon. Ja, ja. Also für solche Sachen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch jedes Mal so, ach scheiße, jetzt wieder koppeln. Ne? Oh, das dauert jetzt. Ach nee, komm, nehme ich doch hier den Zeitauslöser. Ja. Darf ich da mal reinkrätschen, Paddy? Wir haben heutzutage das Problem, dass wir auf Produktion einen Koffer voll Handys mitnehmen. Ist jetzt kein Witz. Wir haben Smartgeräte, wir haben einen Produktions-Handy-Koffer, weil der Slider braucht ein Handy, die Kamera braucht ein Handy, das Ding braucht ein Handy. Also wir brauchen so viel. Ich krieg das tierisch auf, dass es keine Knöpfe mehr gibt. Also ich finde es so eine nervige Entwicklung, jetzt von Produktionshinsicht, dass man alles so Handy cool. Also das ist wieder die Gegenseite. Mich regt das tierisch auf. Dann ist das Handy aus und man kann die QDSLR-Zeitraffer nicht mehr machen und das hier und der Slider braucht das und der Motor das und das Board hier und das Licht lässt sich jetzt schon über Handy steuern. Also so viele Tablets kann man gleichzeitig gar nicht benutzen, wie man da braucht. Ja. Und das ist richtig nervig. Also weil die Hersteller sich gar nicht mehr die Mühe machen, eigene Geräte zu machen mit einem guten Design. Da wird irgendwie nur noch ein Wi-Fi gemacht, was eh mal abbricht. Also, bestes Beispiel, wir haben richtig teure Lichter für Produktion, die sich über ein Tablet, über ein extra Modul steuern lassen. Ja, war halt die Handyübertragung in so einer Live-Sendung mal nicht mehr so solide, ging ein Licht nicht mehr aus. Super. Und man denkt sich einfach, was, das kann doch nicht sein im Jahr 2020 und das passiert mit Kameras genauso. Also jeder Furz wird mit dem Handy gesteuert und ich will eigentlich noch telefonieren. Oder wie oft ist mir das passiert, dass ich einen Zeitraffer mache? Nikon, QDSLR und ich werde angerufen und denke, nein, nicht jetzt, in 10 Stunden erst. Also, das ist richtig nervig. Also, ich feiere es, wenn Hersteller Knöpfe ranbauen. Ja. Also, ich höre schon so raus, für euch wäre es eher tatsächlich das Trennen der beiden Welten so ein bisschen voneinander. Ja, für einen Anwendungsfall. Also, ich meine, was ich eben beschrieben habe, das ist die Einzelperson, der Einzelfotograf. Der Einzelfotograf freut sich natürlich darüber, wenn er eine gute Kopplung mit seinem Handy hat, eine gute Integration. Das, was Martin jetzt beschreibt, absolut nachvollziehbar. Hey, ich war auch noch nicht mit einem Koffer unterwegs. Habe ich aber auch Geräte, wo ich mich genauso nervig finde. Und das Problem ist, da sind wir wieder da. Es ist nicht ausentwickelt. Also wie viele Handy-Apps gibt es zur Steuerung von irgendwelchen Geräten, die einfach nicht zuverlässig funktionieren? Die funktionieren irgendwie, aber also wie oft habe ich das gehabt? Ein neues Gerät, dann geht das damit los. Du musst erstmal ein Firmware-Update machen. Das Firmware-Update geht aber nicht, weil die Connection nicht hergestellt wird. Also das beste Beispiel ist GoPro, oder? Ja, Das ist echt... Oh. Also die meisten GoPros werden wahrscheinlich aus dem Fenster geworfen und deswegen neu gekauft. Also diese aber die gehen nicht kaputt, wenn du sie aus dem Fenster wirfst. Doch, bei hoch genug Fenstern. Aber Paddy, da würdest du mir recht geben, oder? Wieso muss eine also ich meine, die 9 hatte ich jetzt noch nicht in der Hand. Wieso muss eine GoPro 8 immer noch ständig abstürzen und einfrieren? Ja. Warum?
Software. Ja, ist alles eine Softwaregeschichte. Oder auch jetzt, jetzt Sony, die Stabilisierung. Warum kann man sowas nicht nachträglich am Rechner machen? Warum muss man sowas ins Handy laden, um diese Gyro-Stabilisierung zu bekommen? Ich will keine Gyro-Stabilisation über Handy. Also ich finde, das ist ja so geil, aber dann so, so nachträglich noch beschnitten zu werden in der Qualität, was da an Ausgabe, Export und so weiter, also da könnte ich so einen Hals kriegen. Ja, haben Sie die man könnte ja ein Schelm sein und sagen, wenn die Hersteller die Funktionalitäten aufs Handy auslagern, sparen sie sich natürlich auch Hardware. Ja, tun sie. Weil sie das im Prinzip aufs Handy auslagern. Das ist so ein bisschen wie das Lager in LKW packen. Ja, ja. Also das haben wir ja schon gesehen in diesen Kameras, die nur aus einem Objektiv bestanden, wo es kein Display gab und es hieß, ne, auslösen müsst ihr das Smartphone. Ach übrigens, unsere App ist nicht so toll, aber in einem halben Jahr geben wir eine API frei und dann habt ihr vielleicht Glück. Wahrscheinlich und ist es auch einfacher, Leute und Entwickler zu finden, wo man sagt, die haben einfach Know-how in der App-Entwicklung, weil sie halt egal für Android oder iOS entwickeln. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du jetzt jemanden suchst, der für ein natives Betriebssystem, für Canon, Nikon, Sony, was auch immer, programmiert und der sich jedes Mal auf eine neue Plattform einschießen muss. Ne, das ist natürlich dann auch, ich sag mal, ein Entwicklerkreis, der für Canon-Software entwickelt. Das sind ja viel, viel weniger Leute als die für iOS entwickeln. Mhm. Ja? Und das heißt, da überhaupt erstmal dieses Know-how aufzubauen, um zu sagen, ich will eine Entwicklungsqualität erreichen, das ist natürlich viel einfacher, wenn man sagt, ach komm, ja, das lagern wir aus, auch dafür, da machen wir eine App, da finden wir schon einen, da gibt es Freelancer, ja, der Freelancer, der bastelt uns dann schon die App für unsere Kamera. Ja, so sieht es aber auch aus, ne? Ja? Ich wäre ja gerne auch mal bei so internen, auch bei Canon, Nikon, Sony, bei allen wäre ich mal gerne intern dabei, wenn da so Ideen diskutiert werden. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, also jetzt mal ganz persönliches, privates Problem. Ich habe ja jede Marke, die es auf dieser Welt gibt, und ich habe mir meine Privatkamera ausgesucht, sozusagen aus dem Studio. Ne? Kann man ja mal hier eine Woche, da eine Woche. Und ich habe einfach das Problem, meine Frau und ich, wer kriegt die Fotos? Wer kann auf die Fotos zugreifen? Ich muss mich also immer abends hinsetzen und irgendwie Bilder auf eine Dropbox laden oder von mir aus auch hochladen lassen. Warum kommt nicht bei irgendjemandem als Kamerahersteller mal auf eine Idee zu sagen, vielleicht wollen mehrere Leute auf einen Speicher zugreifen und sogar vielleicht gleichzeitig? Wenn man da in der Bahn sitzt und zurückfährt oder im Zug, ist es doch nicht bei einer Familie so unüblich, dass jeder sein Foto runterholen will von der Kamera. Und wir sind jetzt im Jahr 2020 und es ist noch nicht möglich, dass vier Leute sich die Bilder aussuchen von der Kamera. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich denke, warum, aber an neuen Auflösungen, Sensoren, da wird gebastelt wie früher und eh und je, aber mal überlegen, was wirklich den Leuten helfen würde. Ja. Also das ist jetzt ein richtig banales Profisegment. Und da ist das Bilderteilen über Smartphone natürlich deutlich einfacher, ne, als bei die Kamera. Und das wäre auch so ein Punkt, ich glaube, dass wir noch erleben werden, dass sowohl die Smartphones von den ernstzunehmenden Kameras lernen werden. Wir sehen es immer wieder, wenn Apple eine Keynote hat, kommen die auch wieder, wir haben die Blende wieder 0,1 weiter aufgekriegt. Das ist schön, wenn ihr im Dunkeln arbeitet. Ja, es ist ein Werbegag letzten Endes, aber irgendwas müssen sie dir erklären, dass du jetzt das Neue brauchst. Und andersrum sehen wir in Kameras mitunter sehr kreative Bildstile, wo sie versuchen, Instagram zu überholen, was diese Retro-Filter und so weiter anbetrifft. Was ja für viele Nutzer auch ganz interessant ist. Ne? Nicht das Standardbild aus der Kamera zu kitzeln, sondern vielleicht irgendwas, was optisch ein bisschen aufgewertet wird. Und ich glaube, das wird noch eine spannende Entwicklung, weil ich denke mal, die Hersteller der Kameras müssen auch gucken, was macht denn der Smartphone-Markt, was haben die jetzt wieder für Innovationen verbaut und was können wir uns da vielleicht rausziehen. Ja. Könnte. Habt ihr mal auf unsere Sendezeit geguckt? Ist ja Wahnsinn. Ja, die Zeit haben wir noch. Die Zeit rennt. Du kannst auch 8 Stunden streamen bei YouTube. Martin, lass mal 8 Stunden. Wir können noch 8 Stunden streamen, genau. Aber die Angebote gelten nur noch bis 24 Uhr. Ja, also das Thema Datensicherung wird immer noch heiß diskutiert im Chat. Das treibt die Leute um. Das ist auf der einen Seite eine gute Nachricht. Sehr emotionales Thema. Ist den Leuten sind die Bilder sehr viel wert, ne? Und man macht sich da den Kopf drum. Schlimm ist es auf der anderen Seite, dass es da noch nicht so die Lösungen gibt, dass wir das halt einfach, gut, ein bisschen Lösung haben wir halt auch schon. Ja gut, wenn die kaputt halt direkt, ist die auch kaputt. Die genau, kaputt. Ja, wobei, ich habe sie ja so eingestellt, sie schickt dann gleich alles auf die NAS. Ne? Also alles, nur brauche ich dazu wieder unser WLAN. Ne? Das heißt, dass wir hier die Möglichkeit haben, das schon direkt mal ausgekoppelt irgendwo zu sichern. Für dich das Interessante, das gemeinsame Zugreifen auf Bilder ist nichts Neues, das gibt's schon, das habt ihr im Profibereich, ja.
wo es völlig üblich ist. Das heißt, das müsste eigentlich nur ein bisschen aufgehübscht werden. Und schon würde es schon, würde es gehen. Also wir haben unterschiedliche Lösungen. Wir haben in den Consumer-Kameras die Möglichkeit, also in den etwas aktuelleren, auch die Bilder direkt, wenn man sobald man einen Access Point hat, auch in der Cloud zu speichern. Da hat man natürlich den entsprechenden Zugriff auch von unterschiedlichen Leuten. Und im Profisegment kann ich tatsächlich über einen Browser auf die Kamera zugreifen und mir den Speicher angucken und mir die Bilder rausziehen, die ich für meine Redaktionsarbeit brauche. Genau. Und das auch natürlich mit mehreren Leuten. Ja. Das geht auch mit mehreren Leuten und es darf natürlich nur einer die Kamera auslösen. Ja, das ist klar, aber es können mehrere zugreifen. Und das gibt es schon. Ich sag mal, die Frage ist auch mal, welche technische Komplexität steht dahinter. Ich denke, im Privatanwenderbereich ist wahrscheinlich die Cloud-Lösung noch mit das Vernünftigste, weil dann auch gleich auch eine Backup-Lösung letztendlich damit dabei ist. Und im Profisegment sind die Anforderungen ein bisschen anders. Aber das kann man, das wird sich auch weiterentwickeln. Also ja. Auch da gibt es immer mehr Schritte in die Richtung, eben auch was die zur Verfügungstellung der Bilder angeht. Ja. Ja. Vielleicht wäre es ja auch mal eine Lösung, über eine anständige Kabelanbindung nachzudenken. Also ich meine, wir sind ja mittlerweile alles Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi. Ja, toll, Wi-Fi. Also ich persönlich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn ich eine Kamera hätte, die haben alle einen USB-Anschluss. Wenn ich da ein Kabel reinstecke, das mit meinem Smartphone verbinde und dann das plötzlich alles rasend schnell geht. Also ich weiß natürlich nicht, inwiefern da limitierende Faktoren bei den Smartphone-Herstellern sind. Ich weiß, das iPhone und USB, das ist immer alles nicht so einfach. Aber für mich persönlich wäre es überhaupt nicht schlimm, so ein kleines aufgerolltes Kabel dabei zu haben, weil ich genau weiß, oh, jetzt ziehe ich da mal gerade hier mir 30 Bilder raw rüber, zack, fertig. Also ich sag mal so, wir können ohne Probleme mit Kabel an Computer, wir können unsere Kamera über Kabel als Webcam am Rechner nutzen. Wir kriegen sie nicht einfach so nach dem Motto, ich setze mein Smartphone dran und überspiele mal die Bilder eben. Das funktioniert tatsächlich nicht. Das hat, glaube ich, tatsächlich was mit den Protokollmöglichkeiten und Interfaces zu tun. Ja, ja, sonst wäre das alles schon längst passiert. Weil Kabel können wir schon. Ne? Nur das kann ja auch sonst kein Hersteller. Und dann ahnt man ja auch schon, dass das nicht zwingend daran liegt, dass das wir nicht auf die Reihe kriegen, eine Treiberarchitektur zur Verfügung zu stellen. Also ganz drollig fand ich ja vorhin unsere Influencerin, die Diana zur Löwen. Vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, als sie mal so in einem Zwischensatz denn gesagt hat, ja, also wo du sie gefragt hast, was wäre da jetzt noch toll, was würde sie sich wünschen? Sie arbeitet mit der Blogger-Kamera. Und es wäre ja ganz toll, wenn die einfach per AirDrop das auf ihr Telefon rüberbringen können. Falsches Protokoll, ne? Also da, ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob Apple da das AirDrop-Protokoll aufmacht. Aber das zeigt, wie auch wieder andere Nutzer, aber das ist so diese typische Anwendung dann auch, weil ich glaube, da hat keiner von uns bisher gemeckert, ne? So AirDrop funktioniert mit jedem Apple-Device, sagst du hier, mach mal kurz auf, ne, und schubst du rüber und dann geht das. Ja gut, da sind wir aber, da ist natürlich das Problem dann eher bei den Smartphone-Herstellern. Ich glaube ganz einfach, dass bei Apple die Motivation relativ gering ist, den Kameramarkt zu pimpen. Ich persönlich finde sowas wie CarPlay total klasse. Ja, also im Auto CarPlay, wer kauft sich heute noch fest eingebaute Navis? Was wäre es, wenn es sowas wie CamPlay geben würde? Ich stecke das einfach rein und dann läuft da irgendwie so eine kleine Apple-App im Hintergrund, die dann auf einmal sich mit meiner Kamera verbindet, um da ein paar Apps und einen Bilderaustausch zu machen. Aber mit 20 RAW-Bildern pro Sekunde? Ich da halte da ein paar Daten, ja. Und da Apple sich natürlich da schon eher sieht als die Zukunft der Fotografie, wird wahrscheinlich die Motivation da eher gering sein, in die Richtung zu gehen. Das heißt, wir würden uns für die Zukunft auch Standards wünschen, sind aber gleichzeitig der Überzeugung, dass diese Standards wahrscheinlich nicht so einfach zu erreichen sind, ne? Ja, wir hatten diese Diskussion ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder. Ich erinnere mich noch an das DNG-Format, was ja auch so der RAW-Standard sein soll. Da gibt man natürlich dann als Hersteller aber auch alle Möglichkeiten auf, spezifische Funktionen reinzubringen, die dann vielleicht von dem Format nicht unterstützt werden. Und das kann
ich sag mal, so ein Standard kann beflügeln, weil es Sachen vereinheitlicht. Das kann aber auch Entwicklung ausbremsen, weil sie dann nicht mehr möglich sind durch den Standard. Und deswegen, glaube ich, war auch die Bereitschaft nicht so groß, dieses DNG-Format tatsächlich auch in der Breite zu etablieren. Das haben ein paar Hersteller gemacht, die vor allen Dingen auch relativ schwache Entwicklungsressourcen in Sachen Software hatten. Mhm. Aber alle anderen haben sich dem ja nicht angeschlossen. Das hatte genau diesen Grund. Ne? Deswegen, man muss immer aufpassen, was man sich wünscht. Das kann auch schon mal schief gehen. Kann dann nach hinten losgehen. Ja. 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 Vielleicht die letzten 4 Minuten, die wir noch haben. So ein bisschen von jedem eine Minute, wenn es gelingt. So, was würdest du dir jetzt wirklich wünschen? Jetzt sag nicht einfach nur ein Kabel. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe das eben schon mal gesagt. Ich glaube einfach, dass ich technisch alles habe, was ich wirklich brauche. Das haben wir vor 50 Jahren auch gedacht. Ja, dann weiß ich, dann bin ich wahrscheinlich nicht visionär genug, um jetzt einfach etwas zu sehen, was mir noch fehlt. Ja, ich bin zwar schon jemand, der technisch getrieben ist, der sich gerne technische Spielzeuge anschaut und so weiter, aber wenn du mich fragst, welche Kamera brauchst du wirklich oder was ist das, was du halt für deine Arbeit und so weiter benötigst, da ist halt alles da und es sind dann wirklich diese Kleinigkeiten. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die Hersteller noch mehr auf die User hören und sich und noch mehr Zeit in Qualitätssicherung ausentwickeln von Funktionen, also auch wirklich so diese Kleinigkeiten, die ich vorhin angesprochen habe, so dieses Zeug, was einen dann nervt in der täglichen Arbeit. Deine Minute ist vorbei. Gut. Martin. Ich würde mich da jetzt, so langweilig das ist, Paddy, echt sehr anschließen. Also ich glaube auch, natürlich in Anbetracht der Tatsache, wer jetzt spricht, der Papa-Fotograf, der Berufsfotograf, der produzierende Fotograf. Aber ich glaube schon, dass wir gerade in so einer Zeit sind, wo die Hersteller versuchen, sehr oft halbgare Dinge auf den Markt zu werfen. Und ich habe in den letzten 2-3 Jahren selten eine Kamera ausgepackt, ausprobiert, wirklich genutzt, wo ich nicht dachte, nee, oder? Also bei jedem Hersteller, egal wem. Ich finde immer wieder Sachen, wo man denkt, das ist ein Rückschritt. Und ich glaube, da ist genau der Punkt, das nervt in der Anwendung. Und das stört mich als Profi jetzt nicht, weil ich damit leben kann. Aber ich glaube, wenn man jetzt meine Schwester oder irgendjemand auf der Straße nimmt, da sind solche Sachen, wo dann irgendwann die Kamera in der Ecke landet. Und das muss man, glaube ich, als Hersteller vermeiden. Und da sollte meiner Meinung nach die Entwicklung hingehen. Also gerade, wie wir jetzt die ganze Zeit über eigentlich nur über Konnektivität und wir haben ja gar nicht über Sensoren oder sonst was gesprochen. So, eigentlich war schon ausschlaggebend, dass wir alle mehr machen wollen mit den Fotos. Und das ist halt eine Sache, die, selbst wenn man sagt, das ist schwierig zu lösen und da ist Apple und Android schuld, aber das Problem geht ja nicht weg. Also, das und auch deine Minute ist vorbei. Ja? Aber ich glaube, die Aussage ist da. Guido. Ja, ich finde, wir haben heute Abend viel zu wenig über Objektive gesprochen, was da an Musik drin ist. Wir sind hauptsächlich auf Kameras eingegangen und Software und Connectivity und so Geschichten. Ich finde, dass die aktuelle Entwicklung deutlich zeigt, dass noch extrem viel Musik drin ist im Bereich der Optikentwicklung, wo wir eben jetzt die Situation haben, mit großen Zoom-Bereichen exzellente Qualität zu kriegen oder auch eine Mischung aus sehr scharf und trotzdem schönes Bokeh. Mhm. Ja? Komm, du kriegst 2 Minuten länger. Das ist ein spannendes Thema. Weil das ist ein Thema, das mögen wir alle. Wir merken gerade jetzt bei den neuen Herstellern, ich will eigentlich nur über Canon reden, dass durch neue Konstruktionsprinzipien und sag ich mal diesen größeren Freiheitsgrad durch den Wegfall des Spiegels wir Möglichkeiten haben, Objektive zu bauen, die vorher nicht möglich waren, die neue Umsetzungen bringen in der Praxis, ob jetzt für Amateur oder Profi, spielt keine Rolle. Wir haben mal so ein paar Beispiele vorgelegt mit dem 600er und 800er mit Lichtstärke 11 für kleines Geld oder so einem 28-70-2.0 oder was auch immer. Aber das sind halt Dinge, die auch uns in die Lage versetzen, egal ob jetzt nur ein Amateur oder Profi oder auch Filmer, anders visuell zu arbeiten, neue visuelle Ideen umzusetzen, die vorher vielleicht technisch nicht möglich waren und die jetzt aufgrund der Objektiventwicklung machbar sind. Und dann sind wir auch irgendwann aus dieser ganzen Handy-Diskussion raus, weil das funktioniert eben so kontrolliert noch nicht.
mit so Smart-Geräten, sondern dafür braucht man noch was Separates. Und diese ganze Diskussion mit welchen Look haben Objektive, haben natürlich auch die Filmer unheimlich nach vorne gebracht, weil das für die schon immer eine große Rolle gespielt hat. Da wird viel Altglas genommen, da wird viel rumexperimentiert, viel adaptiert und das machen wir jetzt in der Fotowelt auch mehr und mehr. Der Paddy macht das ja auch viel, das verfolge ich ja auch so ein bisschen. Und unterm Strich glaube ich, geht es auch wirklich darum, festzustellen, wir haben jetzt Produkte am Start, die mich auch kreativ, visuell beflügeln können, die mir neue Möglichkeiten geben und damit kriege ich auch für meine eigene Arbeit eine völlig neue Rechtfertigung, auch vielleicht auch mal wieder in anderes Equipment zu investieren und mich auch weiterzuentwickeln und nicht auf der Stelle zu stehen. Mhm. Und das hat eben nicht nur damit zu tun, ob eine Konnektivität da ist oder der richtige Knopf an der richtigen Stelle, sondern immerhin, wir benutzen diese Kameras ja nicht wegen der Kamera, sondern deswegen. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Und ich komme auch gerne noch mal eine Stunde vorbei und dann reden wir noch mal nur über Objektive. Das machen wir. Und das machen wir gerne. Das machen und das ist jetzt auch mein Angebot jetzt zu der letzten Minute. Da hätte ich auch Spaß dran, weil das ist auch so mein Thema eigentlich. Und ich glaube, das sollten wir bei dieser ganzen Kameradiskussion nicht unterschätzen, dass es eigentlich um die Objektive geht. Zu einem Großteil. Und damit klammerst du jetzt auch diese Smartphone-Geschichte wieder aus, weil ja, da ist einfach, war mir ein Bedürfnis. Das ist ein schönes Schlusswort, dem ich mich eigentlich nur anschließen kann. Du hast da gerade auch das neue Nifty 50 drauf, genau. Was auch den Weg zeigt. Es muss nicht die super wahnsinnig teure L-Linse sein, genau. Um meine Kreativität einfach auszudrücken. Das kann auch eine preiswerte Linse sein, wie du es hier hast. Ich bedanke mich bei den intensiv Mitmachenden. Stefan gebührt hier als Gastgeber kann man auch das letzte Wort. Fotografieren. Ja, cool, also, ne? Ist alles. Ja, ich sage an der Stelle auch ganz herzlich Dankeschön, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Wir wussten alle nicht, wohin die Reise geht inhaltlich. Mhm. Es waren ein paar interessante Aspekte dabei. Wir machen ein Date klar für den mindestens eine Stunde Objektiv-Talk. Bleibt noch dran. Martin und ich quatschen noch einen kleinen Moment mit euch und dann kommt gleich nochmal der Alexander Bahl mit so einem kleinen Roundup der Tagesangebote und der Highlights heute. Es bleibt also spannend.